Die größte Weltkrise seit langem eskaliert weiter. Es handelt sich um den Showdown zwischen Russland und der Ukraine. Und jetzt setzt offensichtlich das Weiße Haus auf eine härtere Haltung. US-Präsident Joe Biden ließ 8.500 amerikanische Truppen in Alarmbereitschaft versetzen. Weiters ist geplant, dass bis zu 50.000 US-Soldaten in NATO-Staaten in Osteuropa verlegt werden sollen und dem Baltikum natürlich. Soll eine Verstärkung der Ostflanke der NATO werden und natürlich ein Signal an Wladimir Putin, der nach wie vor überlegt, ob er eine Invasion der Ukraine befiehlt. Es sind mehr als 120.000 Truppen aufmarschiert an der Grenze zur Ukraine und die Welt scheint hier gefordert. US-Präsident Biden hat berichtet, dass er bei einem Videotelefonat mit europäischen Führern Einigkeit erzielt hätte, dass man hier an einem Strang ziehen würde, die Amerikaner wie auch die Europäer, eben um Russland abzuschrecken. Es wurden auch hier offensichtlich mögliche Sanktionen gegen Moskau beschlossen, die hart sein sollen und die möglicherweise Wladimir Putin abbringen sollen, die Invasion zu wagen. Allerdings, man sieht auch hier in den USA bei US-Präsident Joe Biden, dass die Nerven blank liegen, denn bei einem Presseauftritt hat er einen Reporter von Fox News ordinär beschimpft als dummen Hurensohn. Es ging hier um eine Frage um die Inflation, die Joe Biden nicht gefallen hat. Man sieht also, die Nerven scheinen auch blank zu liegen beim amerikanischen Präsidenten.